Willkommen zu meinem siebten Part von meinem Let's Play Together mit dem Don Marcy. Wir spielen immer noch Donkey Kong Country 1 und befinden uns jetzt auf der Schwarzwald-Tour. Bevor wir damit aber starten, geht es erstmal mit unserer schönen Märchenstunde weiter. Ich rezitiere aus den Werken des Dick von Kay. Ungestört konnten die Kremlins nun das fruchtige Gold auf ihrer Wagen laden und damit entkommen. Die einzige Spur, die zurückblieb, waren einige Bananen, die den Entführern auf der Flucht vom Wagen gefallen waren. Punkt, Punkt, Punkt. Buongiorno, meine Klammerkreuz, zur nächsten Folge! Los geht's! Wir wollen gar nicht mehr weiter drumherum schnabulieren, wabulieren, ja. Blablabla. Und Stahl, was ist hier? Eine Diamantenhülle, das ist kein Eis, das sind Diamanten. Ich verstehe, du kommst mal her. Ja. Missbrauche ihn. So, jetzt gehen wir hier hoch und finden direkt das erste Secret. Yeah! Ui, sogar ohne Lösung, das ist mal was Neues, okay. Und du musst Kong bilden. Oder einfach irgendwo blind reinspringen, das ist dann auch nicht. Nein, das will ich nicht. Das ist eine Challenge, das zu schaffen. Oh. Kon! Kon! Konnichiwa! Die Donkey Kon! Donkey Kon! GNKH! Gut, aber das ist ja mein Kanal, jetzt muss ich jetzt mal wieder hier zeigen, dass ich Skill habe. Wer den letzten Part nicht gesehen hat von dem Don, der weiß, dass ich. Der weiß nicht. Ich vertue mich da irgendwie immer, ich bin so doof. Ja. Der hat nicht ganz mitbekommen, dass ich im letzten Part eigentlich kaum einen Auftritt hatte, weil er irgendwie hat er sich da richtig durchgeskillt. Ja, und weil dagegen, du bist dann gestorben und dann musste ich wieder anfangen. Ja, und ich bin wirklich sofort gestorben. Ach so, oh, ich verstehe. Ah, das ist die, wo die von selber hochkrabbeln, ja, ne? Ja, die gehen von alleine hoch. Ach so. Ich weiß. Die gehen von alleine nach unten. Ja, das ist mal ganz toll. Ja gut, das ja. Muss ich jetzt leider... Okay, hier nicht, muss wahrscheinlich nach unten, oder? Links? Guck mal links, glaube ich. Nee. Joch! Oh, oh, geil! Auch ohne Lösung. Okay, jetzt gucken wir auch mal in die Lösung. Was haben wir denn hier? Nin. Was heißt denn das? Nint? Ah, Nint! Ja, jetzt kommen wir aber drauf. Ninte. Was? Du Ausgeburt der Hölle, du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht Nintendo falsch! Aber das ist ein Rare-Spiel. Ich bin bei dir zu Hause zu Gast, aber raus. Ja. Okay. Du hast es auch einmal verkimmelt. Ja, ich weiß. Nintendo. Das schreibt ja unsere Bibel falsch. Ich glaub das ja gar nicht. Ich kann nichts dafür. Donkey Kong ist so fett, der hat einfach alles eingenommen. Ja, das stimmt. Mit seiner dicken Kiste. So, links oder rechts? Entscheide dich. Ich nehme erstmal den hier. Danke. Bitte. Ich freue mich. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Hallo? Also. Lass dich ruhig treffen. Macht nichts. Ist mein Kanal. Und die Bananen. Jetzt kriegst du die Bananenschau nicht mehr, ey. Ist mir wurscht. Aber was viel wichtigeres, unser Leben. Auf das wir uns freuen können. Wir freuen uns unseres Lebens. Du da. Du die. Nee, da geht's nichts. Nein, ich hab erst. Danke. Boah, ich hab mich voll schon. Denk an dein Herz. Denk an ich wollte Herz. Bei dem Zinger gucken, ob da noch das Seil runtergeht, oder da vielleicht noch unten muss. Warte mal, ich guck mal. Lila Lian kommt. Spring zwischen zwei Zingern. Ey, super, hätte ich nicht besser gekonnt. Ich bin aber down. Nach rechts nimmt das Fass, springt wieder hinunter und zertrümmert die Wand links. Ah, okay. Okay, das kriegen wir hin. So, das erste hatten wir ja schon. Ja. Boah, wir waren bestimmt garantiert direkt vor dem Mittelfass schon wieder. Ja. Und dann können wir jetzt an dieser Stelle mal wieder direkt durchrennen, wa? Brauchen uns ja nicht mehr umschauen. Genau. Sondern jetzt können wir mal all unseren Skill zeigen. Mann, ich will da erst auf ihn drauf springen! Und da springt er wild umher. Dummes Vieh, ey. Das schafft er schon. Hast du gesehen, da war eben noch das Loch in der Wand. Echt? Ja, das war... Da wurde es wieder weggesappt. So von einem Frame auf den anderen. Cool. Habe ich gerade gesehen. Das sah... Power von Super Nintendo. Ja. Grafisch ein wahres Meisterwerk. Oh yeah. So. Wir haben gerade, jetzt gibt's mal wieder ein bisschen off-topic. Und zwar haben wir ja im letzten Part über Nintendo NX gesprochen. Also über diverse, ja, Gerüchte, die sich ja ein bisschen drum herranken. Nee, du musst erst nach Mittelfass. Kannst auch weiter. Ah, nach Mittelfass ist das ja, erst. Nach okay. Mittelfass. Haben wir uns dann. Oh! Juhu! Ein bisschen über die Gerüchte unterhalten. Pass auf, da kommen jetzt welche. Und jetzt gerade habe ich live gelesen, dass es neue Gerüchte über die Nintendo NX gibt. Und zwar möchtest du wissen, welche? Hau raus. Dieselbe Sumsebiene. Und zwar soll, und jetzt halte dich fest,
die NX aussehen wie eine Mischung aus einem Nintendo 2DS und einem Samsung S6. Aha, ja, toll. Dachte mir auch. Eine Art Handheld, also. Ich möchte aber dann doch lieber eine Konsole haben, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Weil, wenn ich ein Handheld haben will, dann kaufe ich mir ein Handheld und welchen Handy haben will. Handyersatz. Das ja. ist, naja, ist wieder so eine Sache, dieser Mobilmarktkrempel. Da siehst du das doch wieder? Ja, stimmt, es war da. Dieser Mobilmarkt-Kram, halte ich nichts von. Was war das denn jetzt? Da halte ich nichts von. Nee, ich auch nicht. Also, ich halte da gar nichts. Satoru Iwata an dieser Stelle, soll er in Frieden ruhen? Ja. Hat ja vor einigen Monaten noch, also vor seinem, das ist ein sensibles Thema, aber... Ja, vor seinem Ableben. Genau, vor seinem Ableben noch gesagt, dass Nintendo auf jeden Fall eine andere Schiene fahren möchte als typische, ja, was sind Handyspiele? Free to start, so hat er es selber zitiert. Und die sind einfach free to start. Du musst einfach nach einer Zeit... Das schaffst immer. Du irgendwie nicht, ne? Ne, das ist meine... Hallo? Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Oh! Gott sei Dank danach. Dummes Vieh, ey! Ja, möchte er Handyspiele einfach gerne fürs Handy halt entwickeln, die nicht free to start sind, sondern einfach die wirklich free to play sind. Ja. Und ich finde, das ist eine super Umschreibung, weil typische Handyspiele, die sind nicht free to play, die sind free to start, aber nach einer Zeit muss man dafür einfach tief ins Portemonnaie greifen. Weil du musst einfach bezahlen, wenn du weiterkommen willst. Ja. Ah, hier ist so. Und da muss ich jetzt genau. Für En Garde. En Garde. Boah, die kleinen Klapptrap, oder wie auch immer man sie ausspricht. Nein, nervös, okay. Du springst so viel. Wo muss ich jetzt hin? Nach der Mitte fast? Oberhalb jeder Linie, weil der letzten hier müsste ich hinauffahren. Bis der Zinger. Bis zu Zinger springen, dann zurück in die vorletzte Linie und guck in den Action oder so. Ja. Das ist einfach nicht mein Ding hier, glaube ich. Ah, jetzt wieder zurück. Ah! Da links hättest du gesehen. Ja. Hast du gesehen? Gut, wissen wir, wo das schon mal ist, gar kein Thema. Aber da war noch was mit den Lila-Zingern. Geht weiter bis ihr zum... Nee, das ist schon richtig. Zuerst Lila-Lianen kommen, springen zwischen den zwei Zingern nach rechts und das Fass springt wieder hinunter und zertrümmert die Wand links. Ja, ist auch egal. Und ich habe mal selber im Privat ein paar Handyspiele gespielt, aber habe das Ganze dann wieder ganz schnell sein gelassen, weil es ist einfach total Holz. Ja. Also du hast da wirklich viel Spaß dran, aber auch mal wirklich dann auf längere Sicht irgendwie erfolgreich zu sein, in Anführungsstrichen, also auch ne, was du erreichst in diesen Spielen, musst du einfach tief in die Tasche greifen. Das ist einfach, deswegen, geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Das kann man gut mit Candy Crush vergleichen. Ja, genau. Das ist genau dieselbe Grütze. Candy Crush, ja. Ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht auch Clash of Clans oder ähnliche Spiele. Was habe ich denn, das Summoners War oder so. Ich habe alle möglichen Spiele schon mal durch. Und das sind einfach Spiele, die machen kurzweilig Spaß, aber irgendwann löscht man sie. Ich habe mir auch mal ein Spiel runtergeladen. Dann bin ich dann 3 Tage später zur Tankstelle gefahren, habe mir so eine Karte gekauft. Mhm. Für wahres Geld, ich glaube für 25 Euro hier so eine iTunes-Karte. Ja. Ich habe nämlich ein iPhone. Und habe das Spiel danach wieder gelöscht. Direkt danach, ich habe 25 Euro dafür ausgegeben. Habe wirklich, da musste ich dann so mir halt Items, konnte ich wieder in diesen Item-Shop kaufen. Ne? Ja, das ist ja, das kennt man ja. Und hab da aber wirklich nichts rausbekommen, wo ich mir denke, hat sich gelohnt, hab das Spiel gelöscht, weil ich ganz genau wusste, da ist jetzt die Falle. Wenn ich jetzt weiter Geld ausgebe, dann geht so weiter. Mir 200, 300 Euro komme ich hiermit aus. Ja, und so finanzieren sich den Scheiß, deswegen spiele ich das auch nicht. Ne, das geht gar nicht. Es geht nichts über feste Konsolenspiele. Ganz genau. Ich spiele momentan, okay, wo müssen wir lang? Wir haben alle Bonusräume, ne? Hatten wir schon alle? Ja, glaube schon. Ja, stimmt, doch, ja, mit den beiden Zingern, ja, das war am Anfang, stimmt. Die rote, die habe ich ganz vergessen. Wir haben alle drei. Wir haben das Häkchen. Willst du noch den Ausgang finden? Der geht nach unten, ne? Ja. Ich meine, sieht noch nicht mal was, aber Hauptsache springen. Ja. Boah. Ich hätte nämlich Angst. Woo! Ah, jetzt muss ich von Lianne zu Lianne spielen. Ich spiele ja momentan, das habe ich schon mal in einigen, ich glaube, Splatoon-Part schon 2-3 Mal angesprochen, ich spiele ja privat einen MMORPG. Das kriege ich, aber das wäre gelacht. Ja. Wer ok. Wir haben jetzt ok. Es ist alles OG. Was passiert denn hier, wenn ich... Keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, wo sind wir? Aber dann waren wir da hinten. Okay, passiert gar nichts. Nö, aber wir haben auch alle Secrets von daher. Ja, wunderbar. Ab ins Exit mit uns. Ein Level, den wir mal souverän schaffen. Ja, beim ersten Mal abschließen mit einem Ausrufezeichen. Das ist jetzt die Eiszeitallee. Ja, und ich glaube, das wird auch nicht gerade rosig werden hier. Nö. Okay.
Der ist schon verlockend, links hinzuspringen, ne? Da ist auch was, hast du gesehen? Ja, spring einfach mal. Aha. Aha. Nee. Doch, nimm ihn. Warum? Ich mag den nicht. Da, guck dort. Oder verkackt, dann mache ich es. Nein. Okay, wo ist denn der nächste Bonusraum? Stimmt, haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Der ist so doof dafür. Der ist einfach doof. Der ist einfach dumm. Komm her. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Ach. Ziemlich am Ende des Levels brauchen wir Expresso. Echt? Da ist ein Eisenfass. Von der Stelle weg müsst ihr mit Expresso nach rechts fliegen, bis ihr auf einer Plattform landet. Dort ich bin ist sowas von down. Hast du es gesehen? Nee, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin geflogen. Ohne Espresso. Ich habe Espresso verloren. Okay. Und irgendwie das Spiel dachte, ich wäre noch drauf und bin mit Espresso in den Abgrund geflogen gerade. Hat ja auch mal Style. Ja. Hol dir Espresso nicht, das machen wir hinterher, oder? Ja, machen wir jetzt sofort. Okay, alles klar. Hast du mal so... Achso, ich wollte ja nochmal eben auf mein Free-to-Play-Spiel zu sprechen kommen. Ja. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt... Was heißt überlegt? Meine Grenze liegt da, dass ich so viel Geld für das Spiel ausgebe, als wenn ich mir das einfach frisch gekauft hätte. Sprich, ein vollwertiges Spiel kostet 50 Euro. Also gebe ich auch maximal 50 Euro dafür aus. Ja, das ist okay. Meine Meinung. Was, ich mache das jetzt mit dem scheiß Vogel. Ja, was machst du mit dem Vogel? Böses Spielchen. Ja. Scheiße, Mann! Ja, der ist nicht gut. Ich sag doch, der kann gar nichts. Aber vielleicht kriegen wir nochmal einen neuen. Nee, glaube ich nicht. Echt, ne? Wie viel gibt es denn hier? Keine Kotzkacke! Nur zwei? Ja, nur zwei. Wir brauchen einmal den blöden Strauß und einmal nicht. Hast du das K eingesammelt? Nö. Doch, das habe ich eingesammelt. Juhu! Nach ungefähr 8 Anlaufen haben wir das. Ja, es geht doch. Oh. Yeah. Oh. Halleluja. Gut, dass ich das noch getroffen habe. Rette mich. Ich befrei dich mal eben. Yeah. Ach, die Monkeys. Gott, man muss immer gucken, dass Liliane... Nein, verlass mich nicht. Als wenn du bei Mario World von Yoshi abspringst, um ins Ziel zu kommen. Ja, ja, ja. So kam es jetzt rüber. Eiskalt. Eiskalt. Hast du auch auf Facebook dieses kleine Video dazu gesehen? Ja, wo das animiert ist, ne? Ja, das ist so ein kleines GIF, so eine GIF-Datei. Wo Yoshi dann so... der war gut. Hätte er klappen können. Ja, der war gut. Wo Yoshi mit Mario ganz böse hinterherkommt. Ja, ja, ja. Mario, bevor er ins Zieltor fällt, noch einmal den Stinkefinger zeigt. Ja. Böser Mario. Wie Captain Toad, der zeigt uns ja auch in jedem ja. ersten Super Mario Bros., also 1986 fürs NES erschienen. Wow. Oh, ich dachte schon. Ja, ich auch. Ich denke wenig, aber wenn ich denke, dann denke ich auch immer sehr negativ. Hier ist doch was. Ja, und ab hier brauchen wir den scheiß Strauß. Weil wir dann rechts rüber fliegen müssen. Ui, das war gut, oder? Weil da oben war noch eine Plattform, da müssen wir nämlich drauf, aber das schaffen wir nur mit dem scheiß Strauß. Ja, war gut. Ja, das war super geil. Ah, echt? Jetzt brauchen wir schon wieder Espresso. Mhm. Ja. Oh! Oh! Nice. Juhu. Weil über uns ist jetzt eine Plattform, da kommen wir nur mit dem scheiß Strauß hin. Ah, okay. Aber du würdest jetzt nicht zurücklaufen, den holen, oder? Nein. Ach, da. Da siehst du die Plattform. Ja, und da war auch das Actionfass. Stimmt. Gut, dass der Monkey nicht wieder spawnt. Okay, wir haben bis jetzt keinen einzigen Bonusraum, ne? Mach dir nichts, du bist ja auf meinem Kanal ausnahmsweise. Ja, da darf man sowas ruhig. Genau. Ich heb mir meinen Skill für meinen Channel stellen, auf. Ne? Kacke, ey. Wow, komm her. Das ist sehr schön. Wie es auf einmal die Liane einfach da gespawnt ist. Hat man genau gesehen. Schweinerei. Ja. Ist halt ein bisschen buggy stellenweise, aber. Nachdem wir jetzt das eine boxschwere Hardcore-Level da beendet haben, kann einen nichts mehr schocken. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist irgendwie voll cool. Wie geil ist das denn? Kanntest du das noch gar nicht? Oh! Nein, so genau habe ich das noch nicht kennengelernt. Ich weiß nicht, was man drauf springen kann, aber dass man da so perfekt so durchrollt, das wusste ich jetzt nicht. Doch, das geht alles. Haben wir unseren Zuschauern wieder was Neues gezeigt? Genau. Au! Du schaffst das. Ist eigentlich schon die ganze Zeit kein Schnee oder jetzt gerade erst nicht? Was war das denn jetzt? Affenfuß.
Es hat aufgehört zu schneien. Komm, mach hier. Nimm mich mit! Nö. Na, dann stirb doch. Cool, dass ich das fast so mitnehmen kann, das wusste ich gar nicht. Ja, nach unten, genau, nach unten drücken und dann... Nee, wenn ich auch damit so renne. Ach so. Ich renne jetzt in den Tod. Das wäre so lustig. Das wäre so typisch Linkario. Okay, du kommst weg und kannst mich ja gar nicht an Liane halten. Okay, aber auch genau steil an das Ende rangesprungen. Oh, 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 oh. Ja, war klar, komm schon. Pass auf jetzt. Ja, sehr gut. Scheiß auf die Bananen. Ja, egal. Ich hab Angst, ich hab Angst. Aber manchmal ist doch noch ein extra Leben. Ja, aber man weiß ja nie, ne? Juhu. Okay, dann mach ich mal den Strauß fertig. Ja, Strauß oder wir holen erst das eine Exit? Das andere haben wir ja, oder? Nee, haben wir das mit den zwei Neckis? Nee, glaub nicht. Nee. Das kommt jetzt gleich. Nee, das haben wir nicht, weil ich das mit dem Strauß machen wollte. Aha. Komm, ich mache jetzt erstmal den Scheiß hier mit dem ich einen Kackvogel. Ja, da kommen wir nicht hoch mit dem. Genau. Ach so, das meinst du. Ja, alles klar, machen wir es erst so. Erstmal das Schwere, ne? Ja, ja, ja. Wenn du das schaffst. Ah, Mann, du! Schaffst du nicht. Da mache ich erst das eine fertig, ne? Kommst du auch nicht hoch. Doch. Nein. Die beiden Penner sind noch da. Kommst du aber da nicht mehr hoch. Ach, komm, das ist doch scheiße. Mach mal hier, Startsleck. Der Startknopf funktioniert bei mir nicht. Echt, ne? Nö. Dann spreng in den Boden. Dann musst du dich umbringen. Und jetzt darf ich nochmal. Ja. Das ist doch kacke. Das schneiden wir auch einfach wieder. Ja. Wieder Fell für Fell zusammen. Fick dich, Strauß! Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du bist doof. Du bist nicht nett zu mir. Dass die immer so doof rotzen müssen, ne? Ja. Rotzküken, ey. Das ist für dich. Da musst du jetzt hoch. Oh! Wow, aber Millimeter genau, du. Ja, aber hallo. Huch! Was willst du hier? Wir kriegen ja doch noch einen! Ja, siehst du. Yeah! Jetzt schaffen wir auch das Level. Voll cool. Ich bin an ihm vorbeigekommen! Das ist so mies, die Stelle, ne? Ist es auch. Oh! Boah! Ja. Ja, Halleluja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will die blauen Ballons. Oh, yeah. Oh, blau gibt 3. Ja, blau gibt 3. Halleluja, wir haben es geschafft. Wie der Boden jetzt da hochkam, ne? Das sah ja jetzt extrem schräg aus. Du kannst mich mal... Grad mal das G. Ich fliege einfach über den Dächern der Stadt. So, und durch. Wie lange ist die Folge jetzt eigentlich schon? Wir sind bei 46 Minuten Aufnahme. Ja, mit ein paar Minuten Pause und ein paar Minuten Schnitt, ne? Ja gut, dann müssen wir aber Level jetzt noch dran hin, wenn wir uns gar nicht verabschieden. Ja, machen wir einfach mal, ne? Ja. So, dann kann es weitergehen mit Croctopus Safari. Wir haben endlich hier auch, ne? Dingskirchen, so wie hier Dingskirchen und da Dingskirchen, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja, Donald hat das Level beendet. Jetzt steht es 10-12. Ja, Mann. Du hast jetzt bestimmt schon 3 oder 4 Level gekriegt, weil ich kurz vom Ziel krepiert bin. Das ist ja, aber du auch. Bestimmt.
Ah, die kleinen Qualis. Und wieder den epischen Soundtrack hier. Einfach nur Wahnsinn. Ich glaube, hier haben wir auch die Kraken, die uns verfolgen werden. Ja, die blauen verfolgen einen. Nein. Doch. Überhaupt nicht cool. Aber man kann sich da immer verstecken, ne? Ja, theoretisch schon. Das ist Schuss. Scheiß auf die Bananen. Nun, ich habe heute schon wieder viel zu viel Cola hier getrunken, Mensch. Ja, so ist viel Loch, ne? Ja, aber eine Dose würde ich gleich wohl noch nehmen. So ist das nicht. So. Gibt's hier eigentlich Secrets? Guck mal nach. Nein. Oh, perfekt. Wer ist denn das? Octopus Safari. Ja, keine Bonus. Sauber. Sehr schön. Das wäre auch extrem, als wenn man hier noch was suchen müsste. Ja. Wenn man verfolgt wird. Das ist bei Donkey Kong Country Teil 2 ja der Fall. Boah. Ja. Auch mit Eduardo. Ich hatte früher auch immer Angst vor diesen Scheißkarten, die einen verfolgen. Ja? Ja. Hatte ich einfach Angst vor, dass sie mich kriegen. Ja, den Level. Hei. Hahaha. Ich will nicht mit dir spielen, lass mich in Ruhe. Hau ab. Die Musik, die macht mich irgendwie immer so nachdenklich, so ja, melancholisch. So. Sie ist auch einfach schön und beruhigend. Ja. Was haltet ihr von dem Soundtrack? Ab in die Kommentare damit. Voll geil. Ich finde den richtig cool. Wow. Das ist schön. Auch wenn ich jetzt... Ich finde das immer schön. Da hat David Wise ja wirklich ein Meisterwerk komponiert. Ja. Das muss man einfach sagen. Der ist ja unter anderem, ich weiß gar nicht, ob wir schon erwähnt haben, auch für Yooka-Laylee am Produzieren. Ja, das wurde angesprochen, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Und der hat aber übrigens auch schon einen komponiert und das wurde schon gezeigt auf Soundcloud. Mhm. Und hat Playtonic Games, das sogar Playtonic, auf Twitter gepostet. Oh! Das schaffst du. Abwärts ist immer scheiße. Ach, das geht. Ich sage gerade, du bist schneller. Aber ein langer Level war schon das Halbzeit fast. Ey, ernsthaft? Hihihihi. Dann versuch mal. Du kannst dich auch treffen lassen und dann fliegt er einfach an dir vorbei. Glaube ich. Oder ich mach einfach so und... Ja, das geht natürlich auch. Ärger ihn ein wenig. Feiglingstaktik. Wir sind erst bei N. Wow. Ach ja, stimmt. Das haben wir noch nie angesprochen. Wir haben noch nie angesprochen, dass die einzelnen Buchstaben immer ungefähr... Hä, ich hab den gar nicht gesehen. Echt nicht? Nein. Hat dich ja nur verfolgt. Dass die Buchstaben immer so eine grobe Anzeige geben oder eine grobe Richtung geben, wie weit man ungefähr ein Level vorangeschritten ist. Genau. Und K logischerweise am Anfang und N ja schon ziemlich am Ende. Haifischschloss am Spieß. Und das O ist meistens immer in der Nähe vom Halbzeitfass. Genau. Kurz davor, das ja. Ein kurz danach, so wie es halt hinhaut. Okay, hätte ja sein können, dass es klappt. Fischi! Du entkommst mir nicht! Ich will dich reiten! Wäre klüger, glaube ich, gewesen, hättest du ihn jetzt nicht geholt, weil es ist ja eine Tintenfisch wieder da. Ah, ich hab Schlimmeres, ne? Ach gut, du bist mit Enwale ja sowieso. Mhm. Blitzschnell unterwegs. Ah, das war hier dieser scheiß fliegende Wechsel mit den Klackviechern. Der eine geht runter, der andere kommt runter, macht weiter. Oh ja. Einfach durch. Augen zu und durch. Genau. Gut, und dann haben wir diesen Part schon wirklich viel geschafft. Ja. Ich glaube, 3 oder 4 Level ausnahmsweise mal. Das kann man nicht anders sagen. Und dann geht's im nächsten Part weiter mit... Cranky's Co., yeah. Ganz genau. Und das war's dann erstmal wieder für unsere Seite aus. Den nächsten Part gibt es dann wieder auf Don Marcy's Kanächen zu sehen. Oh yeah. Und ihr wisst, wie ich heiße. Mein Name ist Edencario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde sagen. Denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Macht's gut. Ciao. Arrivederci und tüdelü.